Der Berliner Immobilienentwickler Alexander Skora hat am Freitag sein Vorhaben bekannt gegeben, den Elbtower als Wohngebäude zu Ende bauen zu wollen. Der Pressetermin war ursprünglich bei der Baustelle geplant. Stattgefunden hat er jedoch in etwas weiterer Ferne. Seit Ende Oktober sind die Arbeiten am Elbtower gestoppt. Grund dafür waren fehlende Zahlungen in Millionenhöhe der mittlerweile insolventen Siegner-Gruppe um Milliardär Reni Benko. Doch nun möchte ein Unternehmer aus Berlin das Projekt übernehmen und hat am Freitag seine Pläne vorgestellt. Meine Idee ist, daraus Wohnungen zu machen, Eigentumswohnungen, weil Mietwohnungen wahrscheinlich sich nicht finanzieren lassen. Und dann, wenn dafür Konsens ist in Hamburg und von den aktuellen Gläubigern, das dann halt tatsächlich umzuplanen, zu budgetieren und dann zu sehen, ob man das finanziert bekommt und dann das als Wohnung fertigzustellen, in der aktuellen Höhe, wie es gerade ist. Ursprünglich sollte der Elbtower Platz für Einzelhandel und Gastronomie bieten, sowie ein Hotel, Fitness- und Wellnessbereiche sowie ein Kinderland integriert werden. Wohnraum sollte es hingegen nicht geben, da am Standort zwischen der Billhorner Brückenstraße und dem S-Bahnhof Elbbrücken extreme Lärmwerte vorliegen. Diese scheinen für Skora jedoch kein Problem zu sein. Der Lärmschutz kann bei der Hotelplanung scheinbar keine so große Rolle gespielt haben. Beziehungsweise wenn ein Hotel erlaubt war und Gästeapartments, wird man da auch Wohnungen umplanen können. Und wie gesagt, wenn Leute eine Wohnung sich da kaufen möchten, weiß ich nicht, wer von irgendwelcher offizieller Stelle dann bevormunden muss, dass man da nicht wohnen darf. Vor allem gibt es viele Wohnungen, wahrscheinlich in Hamburg auch. In Berlin gibt es Wohnungen, die sind direkt seit 100 Jahren an bestehende Bahngleise gebaut worden. Die Leute wohnen da und da ist weit davon entfernt ein Schallschutz in dem Umfang, der dann wahrscheinlich hier, das wird das gleiche wie für die Büroplanung gewesen sein. Finanziert soll das Projekt durch die Interessenten an den Eigentumswohnungen sowie über Banken. Mit den Insolvenzverwalter und dem Architekturbüro Chipperfield soll noch gesprochen werden. Zudem hofft Skora durch die mediale Berichterstattung und der Aufmerksamkeit auf Plattformen wie X, ehemals Twitter und Reddit auf eine Einladung für Gespräche mit dem Senat. Skora hält sich für den richtigen Mann, der den Elbtower managen wird, ganz im Gegensatz zu Benko, denn er weiß, warum dieser gescheitert ist. Weil Herr Benko zum Beispiel keine Bankkredite bekommen hat. Ich arbeite bei sowas, das ist schon mal ein großes Feedback. Wenn eine Bank einem keinen Kredit gibt, dann sollte man überlegen, warum das so ist. Und das ist halt ausgeufert bei ihm. Beziehungsweise der hat jahrelang, hat der zinsfreie oder fast zinsfreie unter 1%. Das ist weniger als die Inflation gewesen, das war geschenktes Geld. Und damit hat er halt lustig überall eingekauft und hat sich übernommen. Und jetzt sind die ganzen Dominosteine sind alle umgekippt. Ob sich der Traum von Skora erfüllen wird, steht in den Sternen. Sicher ist, der Elbtower bleibt erstmal eine Bauruine.